Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Frostpunk. Tja, wir sind unglaublich weit im Verzug. Am 16. Tag sollten wir eigentlich diesen Meilenstein hinbekommen, am 25. den zweiten. Wir haben auch nicht mal den ersten fertig. Deswegen würde ich sagen, ich muss dringend dafür sorgen, dass wir schneller vorankommen, und dafür muss ich leider in meinem Gesetzbuch... Ich fürchte leider, ich muss für verlängerte Schichten sorgen. Anders geht das momentan nicht. Habe ich das jetzt eingeführt? Ging das jetzt? Bitteschön. Leider müssen die Arbeiter jetzt länger arbeiten. Und gerade da wir so wenig Zeit in Gift gaben... Oh je. Sir, wir sind auf der gesamten Baustelle auf eine gefährliche Konzentration von Giftgasen gestoßen. Die Arbeiter könnten krank werden, wenn sie einatmen, aber sie müssen weiterarbeiten. Wir haben keine andere Wahl. Die Gase strömen tief unter der Erde aus und der Giftpegel ändert sich ständig. Wir überwachen es und informieren dich 24 Stunden im Voraus über sämtliche Veränderungen. Ich verstehe. Ich würde gerne etwas machen. Wir haben hier doch irgendwelche Gesundheit. Nein, warte. Wir haben nicht Gesundheit. Moment, nein. Wie habe ich das nochmal machen können, dass wir versuchen können, alles sicherer zu machen? Oh, wir brauchen halt so viel Stahl. Das wird ganz furchtbar. Ich habe doch irgendwo... Nein, warte, nicht im Gesetzbuch. Ich hatte doch hier irgendwas. Wir hatten doch hier bei Generator die Schutzkonstruktion. Die Installation leichter Schutzkonstruktion am Arbeitsplatz wird die Anzahl der Verletzten und Stürze und auf... Ah, gut. 6 Bauprofile, das haben wir nicht. Wir könnten aber Bauprofile herstellen nochmal. Die brauchen wir, glaube ich, sowieso. Ich habe keine Arbeiter mehr. Okay. Wir müssten nochmal mehr Arbeiter bitte bekommen. Logistisches Limit 9. Giftgase, das ist nicht gut. Ich lasse die Zeit mal schneller verstreichen und wir brauchen hier... Okay, unsere Arbeiter werden jetzt schneller behandelt, das ist gut. Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch lernen. Wir können leider diese ganze Linie hier nicht. Das auch nicht. Dafür müssten wir erstmal das hier machen. Aber jetzt würde ich, glaube ich, erstmal... Rohstoffdepotaufwertung, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich würde die Ladestation nehmen. Ermöglicht den Bau einer einfachen Anlage, die Arbeitern dabei hilft, verschiedene Rohstoffe einzusammeln und sie im Hafen anzuhäufen. Wir machen mal das hier. Und dann hoffen wir einfach auf das Beste. Ich lasse die Zeit mal schnell verstreichen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das hier... Oh, hier 3 Schwerkranke. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das hier unsere letzte Folge wird, denn... Denn... Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen eben eigentlich bis zum... Was haben wir hier? Der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leichen kümmern. Ich habe aber noch 5 Stunden, wo ich nichts machen kann. Wir können uns trotzdem schon mal entscheiden. Beerdigung vor Ort. Neues Gebäude, Friedhof. Kein Krankheitsrisiko. Jedes Begräbnis senkt die Motivation. Du musst einen Friedhof verrichten. Die Motivation sinkt leicht. Oder Heimführung von Leichen. Voraussetzung für Leichen. Der Transport kostet Holz. Du musst eine Leichenhalle bauen. Ganz ehrlich, ich würde aber die Heimführung. Ich würde das machen. Die Leute sind an diesem Ort weit, weit weg von zu Hause. Und ich denke mir ehrlich gesagt, die sind vermutlich sehr viel glücklicher, wenn wir sie nach Hause schicken können. So, genau deswegen gucken wir jetzt, dass wir das machen. Wir wollen die Heimführung. Die kostet uns zwar Holz, aber... Kann ich eine Leichenhalle errichten? Leichenhalle. Hat die hier drüben irgendwo noch Platz? Ja, die bauen wir einfach hier. Rohstoffquellen werden zerstört, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben Arbeitskräfte, das ist gut. Dann können wir hier erstmal wieder Leute arbeiten lassen. Da haben wir nicht. Jetzt müsste ich hier nochmal Arbeitskräfte anfordern. Okay. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, das wird unser Ende sein, denn wir haben eben... Leichenhalle wurde gebaut, das ist sehr gut. Denn wir haben... Oh Gott. Oh Gott, warum?
Arbeiter sind eingeschlossen. Sir, eine Explosion im Fundament des Generators hat einen Tunnel zum Einsturz gebracht. Dabei wurden mehrere Arbeiter eingeschlossen. Leider können wir kein Rettungsteam hinschicken, da uns keines zur Verfügung steht. Aufgrund der niedrigen Sicherheitsstufen im Schacht fehlt den Mannschaften, die dort arbeiten, die nötige Ausbildung für einen Notfall dieses Ausmaßes. Sprengt den eingestürzten Tunnel frei. Die gefangenen Arbeiter überleben. 40% wow, des Baufortschritts gehen verloren. Aua, das tut weh. Arbeitet weiter. Die gefangenen Arbeiter sterben. Die Motivation sinkt stark. Nein, nein, nein. Wir retten die natürlich. Wir retten die. Ganz gleich. Selbst wenn wir versagen, das ist furchtbar egal. Selbst wenn wir hier versagen, aber wir werden nicht unsere Arbeiter opfern, dafür, dass wir vielleicht weiterkommen. Was könnten wir denn bauen, was unseren Baustellen streikt? Sir, die Leute auf der Baustelle haben die Arbeit eingestellt. Ein Arbeiter klettert auf eine umgeworfene Schubkarre und spricht lautstark zu seinen Kollegen. Dieses Mal konnten wir unsere Freunde retten, aber solange die Einhaltung der Frist wichtiger ist als wir, wird es immer wieder zu solchen Katastrophen kommen. Und wer muss sich dann wieder abschuften, um den Schaden zu reparieren? Wie viele von uns werden deshalb ihr Leben verlieren? Wir müssen etwas unternehmen. Das Problem ist... Ladestation erforscht. Das Problem ist, Rohstoffe, wo... Oh Gott, ich muss hier auch irgendwo hinbauen. Ja gut, dann bauen wir dich hier hin, ne? Das Problem ist natürlich, eigentlich würde ich unseren Arbeitern am liebsten sagen, dass wir keine Wahl haben. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, dieses Ding fertig bekommen. Boudoir-Fotografie. Sir, einer unserer Leute hat einen leidenschaftlichen Brief von einer weiblichen Freundin erhalten, zusammen mit einem sehr, sehr, freizügigen Bild. Sollen wir so etwas erlauben? Ja, natürlich. Natürlich, der darf sein Porn behalten. Hat ja sonst nichts im Leben, was ihn erfreut, denke ich mal. Streik, ach du hier. Die Arbeiter sind wütend und weigern sich zu arbeiten. Sie lassen sich lautstark über Ausbeutung, miserable Arbeitsbedingungen und tödliche Gefahren aus, denen sie täglich ausgesetzt sind. Was versprichst du ihnen? Bessere Arbeitsbedingungen. Du musst für einen Arbeiter... Oh Gott. Ja, das wäre vermutlich das Beste, aber ich weiß nicht genau wie. Safety Procedures. Wir haben 3 Tage Zeit, Sicherheitsvorkehrungen einzuführen. Eigentlich würde ich das am liebsten machen. Eins von den beiden hier würde ich tatsächlich am liebsten machen. Ich mache mal die Safety Procedures. Auf wen sollen wir uns... Ach du Heilige. Der erste Streik ist zu Ende. Es wird aber nicht der letzte gewesen sein. Wir müssen die Arbeitsprobleme angehen, wenn der Generator rechtzeitig fertig werden soll. Die Arbeiter wollen ein Mitspracherecht haben. Entschuldigung. Ach, und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Absolut, gerade in der Zeile verrutscht. Die Ingenieure versprechen dir hingegen Ergebnisse, wenn du dich auf ihre erwiesene Expertise verlässt. Willst du die Arbeiter stärken und eine Gewerkschaft gründen? Ja, das will ich. Wir schaffen es sowieso nicht mehr und ich möchte meine Arbeiter stärken. Arbeiterrat muss ich einführen, nicht wahr? 2 Tage. Oh Gott. Ja, das wird witzig. Okay, wir lassen die Zeit ein bisschen schneller verstreichen. Wir lassen sie ein bisschen schneller verstreichen. Kann ich hier schon wieder Leute bestellen? Nein? Achso, ist okay. Was kommt jetzt? Mehr Krankenbetten benötigt. Ich werde neue Sanitätsstationen... Eine neue eröffnen. Ich verspreche, dass die Kranken behandelt werden. Du hast 3 Tage Zeit. Um ein Drittel der Kranken... Wir machen mal das hier. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es schaffe... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es schaffe... Ein Drittel davon zu behandeln. Passt das hier noch rein? Das passt hier noch rein. Das ist in Ordnung. Okay. Ich sollte übrigens vielleicht auch... Wir haben gerade genug Holz. Ich sollte vielleicht hier noch die Straßen weiter ausbauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bitteschön. Wir haben gerade genug Holz. Und ich weiß, wir könnten Dinge erforschen. Aber ehrlich gesagt... So, das Maximum darf hier arbeiten. 10 Stunden noch. Und ich würde gerne, dass die Zeit nicht immer wieder auf normal gestorben. Ich muss mal gucken, dass wir die auch wieder nach Hause bringen. Bereiten wir mal die Leichen vor. So. Sanitätsstation, eine Gewerkschaft bauen. Wo ist das hier? Gewerkschaft. Ach, hier.
Wo kann ich die denn hinbauen? Ach du Gewerkschaft bauen. Ja, dann bauen wir die einfach mal hier direkt daneben, oder? Da geht's nicht, dann bauen wir die Gewerkschaft hier hin. 4 Schwerkranke. Geht alles noch, das gefällt mir nicht. Oh, die Giftkonzentration wird sinken, das ist super. Aber wie gesagt, ich glaube nicht... Dankeschön. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das wirklich... So, Versprechen gehalten mit dem Gesundheitswesen. Wenigstens etwas, nicht wahr? Gewerkschaft gebaut, das ist super. Wir müssen aber immer noch... Ach nee, muss ich gar nicht. Ich muss Sicherheitsvorkehrungen einrichten. Wie mache ich das nochmal? Releasing Tension. Sir, 2 von unseren Leuten sind in einen Faustkampf geraten. Offensichtlich über die schmuddeligen oder anrüchigen Bildchen, die per Post gekommen sind. Nichts Ernsthaftes, auch wenn einer sich dabei das Handgelenk verstaucht hat. Der eigentliche Adressant, an den die Bilder gingen, behauptet, dass er sie... Nein, verlangt sie zurück, während der andere Mann darauf besteht... Na, was? Is clamoring to get it back, while the other man insists that he... Achso, der andere sagt, er hat sie fair gewonnen. Es ist schwer zu sagen, wer die Wahrheit sagt, ja, straf sie beide. This content will rise. Motivation will force. Ja, ich kann mich entweder raushalten und alles wird schlechter werden, oder ich kann sie... Weißt du was? Ich halte mich da einfach raus. Da geht zwar beides runter, aber das geht mich nichts an. Wenn die sich wegen irgendwelcher Schmuddelbilder streiten wollen, könnten wir das jetzt bitte mal weiterhin schnell... Okay. Wir haben das Fundament gebaut, das ist gut. Das Problem ist jetzt, wir müssen alles andere bauen. Auch was denn jetzt schon wieder? Du hast deinen ersten Meilenstein erreicht. Versuche beim nächsten Mal die Frist einzuhalten. Werden wir nicht schaffen. In der Zwischenzeit wurde das Projekt aufgrund von Mittelkürzungen und eines katastrophalen Unfalls bei Standort 107 abgebrochen. Die verbleibenden Arbeiter sollen evakuiert werden. Falls du einige Männer entbehren kannst, solltest du Wildbeuter zu den angehängten Koordinaten schicken, um so viele Materialien wie möglich von Standort 107 zu bergen. Die haben nicht annähernd genug Generatoren, um alle Leute zu evakuieren. Deine Mission ist jetzt wichtiger denn je. Okay, lass mal sehen. Kann ich das machen? Nee, warte. Wir brauchen mehr Arbeiter. Und ich müsste eigentlich mal hier gucken, ob ich mehr einstellen kann. Kann ich nicht wegen, weil mir Stahl fehlt? Oh je. Ja, da. Kann ich denn hier hingehen? Kann ich denn den... Ist das der Standort? Skulpturen der Natur? Kann ich vermutlich beim nächsten Mal machen. Und jetzt lassen wir hier bitte die Zeit schneller verstreichen. Denn wie gesagt, ich glaube, das wird unsere letzte Folge. Und ich möchte dann ehrlich gesagt nicht in der nächsten Folge noch, keine Ahnung, 2 Minuten oder so haben für den letzten halben Tag, um dann zu sehen, dass wir verlieren. Aber wir müssen bis Tag 25 fertig werden. Wir sind bei Tag 23. Ich brauche viel mehr Dinge. Ich kann das nicht. Ich werde das nicht hinbekommen. So. Ich werde das nicht schaffen. So, der See voller Fische. Das ist sehr schön. Tagebuch lesen. In diesem See tummeln sich viele Fische. Wir könnten ein paar Tage bleiben. Wir haben hier ein Fischlager. Ja. Geht aber mal bitte hierhin weiter. Das ist, müsste jetzt bitte einmal sein. Und dann bitte die Nacht über, insbesondere und auch den Tag, wo eben noch nicht viel passiert, schnell verstreichen lassen. Oh, wir haben gerade keine Leichen. Das ist schön. Wir haben 14 Schwerverletzte. Ach du je. Und das Gas wird wieder ansteigen. Das wird nichts. Das wird nichts. Wo denn jetzt schon wieder? Gott, da drüben. Warum? Ein Mensch, eine Stimme. Sir, die Gewerkschaft, deren Gründe du zugelassen hast, braucht einen Vertreter. Wenn wir die Arbeiter selbst entscheiden lassen, werden sie wahrscheinlich staatsfeindliche Aktivisten wählen. Wie wollen wir vorgehen? Lasst sie wählen. Motivation steigt, aber dafür haben wir 2 Tage ein Streikrisiko manipuliert. Oh, keine negativen Auswirkungen. Das ist ja schön. Wir manipulieren das ein bisschen. Es ist zu ihrem eigenen Besten. Ja. Vermutlich beißt uns das früher oder später in den Popo. Und ich kann leider keine Sicherheitsdinger, glaube ich, einrichten, oder? Habe ich schon wieder 6 Bauprofile? Habe ich schon wieder 6 Bauprofile?
kann ich das denn machen? Ja, was haben wir hier denn? Die Kranken müssen behandelt werden. Oh, ja, komm, dann eröffne ich eine... Das drei Tage zu einem Drittel der Kranken... Ich eröffne noch meine Sanitätsstation. So, wo ist mein Ding? Das Problem ist... Ich habe kein Holz. Nein! Das Problem ist, ich habe zu wenig Holz. Und wir werden sehr wahrscheinlich das hier nicht fertig bekommen. Das heißt, die... Und die was ist das? Obdachlose! Ach du Heilige! Ja, das ist ja doof. Da werde ich hier noch Zelte hinbauen müssen. Einwohner wieder gestorben. Ja, das ist nicht so schön. Nee, nee. Mach du mal weiter hier. Mach du mal weiter. Oh Gott, es geht runter, 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 runter. Und immer weiter runter. Das ist ganz, ganz toll. Okay, noch eine Sanitätsstation. Die können wir bauen. Die bauen wir einfach hier hin. Und dann brauchen wir weitere Zelte für unsere Einwohner. Ja, das ist egal, dass das gerade nicht eine Straße anbaut. Da bauen wir eine Straße. Straßen werden... Ja, gut, das können wir jetzt auch nicht hin. Müssen wir gleich machen. Kannst du bitte weitermachen? Ja, oh Gott. Ich habe die leider nicht fertig bekommen, ne? Geringe Motivation. Sir, den Leuten fehlt die nötige Motivation, um ihre Aufgaben richtig zu erfüllen. Dadurch sinkt die Effizienz an allen Arbeitsplätzen. Wir müssen etwas dagegen tun. Ja, ich versuch's doch. Mein Gottes Willen, ist das schwierig. Arbeitet weiter, ihr habt's gleich geschafft. Morgen um die Uhrzeit bin ich vermutlich schon nicht mehr hier. Mehr macht dem Volk. Übertreibt es nicht. Die Motivation sinkt leicht. Okay. Wir beschließen ein Gesetz, damit die zufrieden sind. Arbeiterratsgesetz. War das nicht hier schon? Oh, das hatte ich mir doch schon mal angesehen. Hier. Egal. Entschuldigung, ich habe es mir nicht durchgelesen. Okay, Moment. Ich lese mir es nochmal durch. Sorry. Ich bin gerade einfach im Stress. Der Arbeiterrat. Neues Gebäude. Rat... Oh, upala. Die Motivation der Arbeiter steigt täglich leicht. Ratsplätze senken das Streikrisiko an den Arbeitsplätzen in der Nähe um 1. Die Unzufriedenheit sinkt leicht. Okay, wir müssen ein Ratsgebäude bauen. Ja, das ist ja super. Dafür habe ich weder genug Stahl noch genug Holz. Das ist jetzt nicht so gut. Was macht ihr da hinten? Tatsächlich handelt es sich dabei um einen riesigen Felsen, der vom Wind geformt die Gestalt eines stehenden Menschen annahm. Nichtsdestotrotz ist er ein nützlicher Orientierungspunkt. Ja, dann machen wir weiter. Oh ja, eine Feldküche. Zwischen den Steinen scheint eine Feldküche aufgebaut worden zu sein. Geht da mal hin. Vielleicht ist es da, wo wir die Arbeiter finden. Habe ich schon wieder irgendwo Beschwerden? Nee, habe ich nicht. Wir haben, glaube ich, keine Rohstoffe mehr in Reichweite. Ja gut, ich werde versagen. Das tut mir jetzt schon mal sehr leid. Ich entschuldige mich dafür schon mal. In etwa 10 Stunden ist leider meine Karriere hier zu Ende. Denn ich habe kein Holz, kein Stahl. Ich habe einfach gar nichts mehr. Ja, oh, wir haben keine Obdachlosen mehr. Das ist aber schön. Entweder hat das mit den Zelten gereicht, irgendwie. Oder sie haben es... Oder es sind so viele gestorben, dass die genötigen Plätze frei geworden sind. Nicht genug Holz. Ach du Heilige. Ja, das wird in ein paar Stunden wird das leider zu Ende sein. Ich sag dann, guck mal, die Motivation ist halt einfach auf Null. Das ist tatsächlich ein sehr schweres Szenario. Was uns jetzt... Ich glaube, wenn ich unendlich Zeit hätte, könnte das hinhauen. Dadurch, dass wir nicht unendlich Zeit haben, ist das, finde ich, tatsächlich sehr schwierig. Wir müssten theoretisch das hier... Kann ich das abbauen? Kann ich das abreißen? Okay, wir können das Gebäude hier demontieren. Das geht. Dann könnten wir eventuell ein neues Sägewerk irgendwo bauen. Leider haben wir eine komplette Motivationslosigkeit. Wir haben viele Schwerkranke und sterben die Leute weg. Aber wie gesagt, das wird nichts mehr. Das wäre aber auch so nichts mehr geworden. Wir müssen bis zum 25. Tag um 15 Uhr müssten wir das Fundament fertig haben. Wir haben den 25. Tag. Wir haben schon am 20. Tag was eigentlich abzusehen, dass es nichts werden wird. Wir können die Zeit ein bisschen schneller verstreichen lassen. Leider, ich werde auch das Ratsgebäude nicht mehr bauen können. Ich werde auch die Sanitätsstation nicht gebaut bekommen. Die Leute werden... Giftgaskonzentration wird morgen steigen. Das wird nicht mehr unser Problem sein, meine Lieben. Könnte ich denn theoretisch noch...
irgendetwas für meine Leute tun. Rohstoffe. Ich habe für nichts mehr genug. Ich habe für absolut nichts mehr genug Rohstoffe. Ich müsste jetzt... Ja. Ich habe, glaube ich, auf ganzer Linie versagt. Aber das passiert halt mal. Gut. Dann verabschiede ich mich einfach schon mal von euch. Wir gucken uns natürlich an, wie das zu Ende geht, aber ich ziehe jetzt einfach schon mal mein Resümee. Nachdem wir hier waren. Wir konnten in der Feldküche kein Essen finden, obwohl erst vor kurzem hier gekocht wurde. Es befinden sich noch etwas Wasser in den zwei großen Töpfen. Dann macht mal weiter. Standort 107. Da müssen wir also hin. Okay. Das werden wir vermutlich nicht mehr... Das werden wir nicht mehr erreichen. Das dauert 12 Stunden. Wir haben noch... Naja, 3. Aber ich ziehe mal mein Resümee. Das Szenario ist schwer. Definitiv. Es ist ein schweres Szenario. Das haben wir von Anfang an gewusst. Die Empfehlung, muss man auch ehrlich sagen, ist, dass man erst das Hauptszenario spielt und danach erst das hier, obwohl es zeitlich eben vor dem eigentlichen Szenario von Frostpunk spielt. Ich habe am Schluss das Gefühl gehabt, dass ich ein sehr, sehr furchtbarer Profilmanufaktur streite. Ja, das ist sehr schön. Was wollt ihr denn, damit ihr weitermacht? Komfortable Quartiere. Komm, wir... Nahrung haben wir auch nicht genug, ne? Versucht sie mit der Zusatzration, sich bereitigen. Bietet ihnen an, sich den Rest des Tages freizunehmen. Der Arbeitsplatz bleibt bis zum nächsten Tag geschlossen. Ja. Die Arbeiter lehnen dein Angebot ab. Ja, das ist ja den ganzen Tag frei. Wer ist damit? Dann habt halt frei. Wir werden sowieso nicht mehr weiterkommen. Es ist ein schweres Szenario. Für mich ist es zu schwer, vermutlich, weil ich auch einfach das Hauptspiel nie gespielt habe. Es ist aber ein sehr schönes Szenario und wenn man sich vorstellt, dass man da drin steckt, dann müsste man an manchen Punkten tatsächlich einfach sagen, und ich glaube, da werde ich im Hauptszenario, werde ich da ganz arg dran knabbern, dass wir manchmal einfach sagen müssen, was uns hier moralisch erscheint, werden wir nicht machen können. Denn wenn wir versagen, sterben alle. Ich glaube, das wird mein größtes Problem werden, dass ich mich da nicht richtig... überwinden kann vielleicht, dass wir Dinge tun. Und das war's. Wir wurden gefeuert, wir haben die Frist nicht eingehalten, wir wussten, dass das passieren würde. Schade, 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 aber es war sehr schön. Im Hauptszenario läuft es hoffentlich besser. Wie gesagt, ich möchte das gerne ausprobieren. Du bist gefeuert. Du wurdest vor den möglichen Konsequenzen gewarnt, dennoch hast du einen weiteren Meilenstein verfehlt. Du bist gefeuert und wirst mit dem ersten Schiff Richtung Heimat abreisen. Dein Ersatz ist bereits hier unterwegs. Wollen wir hoffen, dass es sich um einen Industrietitan handelt, sonst wird der Generator niemals rechtzeitig fertig. Gut. Haben wir versagt. Hab ich versagt. Wie gesagt, schweres Szenario, aber ich denke, wir werden uns im Hauptszenario einfach ein bisschen Erfahrung aneignen. Danach können wir es vielleicht irgendwann nochmal probieren. Aber erstmal das Hauptszenario vielleicht angehen, ist, glaube ich, auch die bessere Entscheidung erstmal. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mit mir geguckt habt, wie weit wir kommen, aber wir waren einfach zu sehr im Verzug. Das hätte nichts werden können. Dafür müsste man vermutlich schon so ein bisschen eine Ahnung haben, wie man das Ganze managt. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag. Wenn ihr Frostpunk selbst spielt, dürft ihr mir gerne Tipps geben. Ich bin da sehr offen für alles, denn ich habe keine Ahnung von Frostpunk. Ich würde sonst einfach mal versuchen, mich da durchzuwursteln und hoffen, dass es funktioniert. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei Frostpunk wieder, beim Hauptszenario dann oder eben bei einem anderen Szenario. Das sehen wir dann. Ich habe mein Bestes getan. Das haben wir wirklich. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal in einem anderen Let's Play bei Frostpunk. Vielleicht auf meinem Discord-Channel, da könnt ihr gerne vorbeikommen. Vielleicht in einem Stream irgendwann. Macht euch auf jeden Fall, wie gesagt, noch einen flauschigen Tag und bye bye.